Sein Vorschlag war clever, doch genützt hat er Bodo Ramelow bislang nicht. Eine CDU-Frau an der Spitze einer Rumpfregierung sollte die Tür zu baldigen Neuwahlen öffnen. Thüringens CDU will jetzt aber noch keine Wahlen. Zu schlecht steht sie derzeit da in der Wählergunst. Darauf hat Ex-CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht als Übergangslösung abgewunken. Ernüchterung bei den Linken. Sie hat ja noch mal deutlich gemacht, der Ramelow-Vorschlag, also sprich schneller Neuwahlen beschließen, Übergangsregierung 70 Tage, Neuwahlen abhalten, dann eine neue Regierung bilden, dass das aus ihrer Sicht sehr viel Sinn hat und für alles Weitere sie nicht zur Verfügung steht. Allerdings fordert Lieberknecht ihre Thüringer CDU noch auf, eine verlässliche parlamentarische Vereinbarung mit der Linken zu finden und damit dauerhaft verlässliches Regierungshandeln zu ermöglichen. Kurzum, mit Bodo Ramelow zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich regt sich nun Widerstand in der Thüringer CDU gegen das Kooperationsverbot mit links, das erst 2018 auf einem Bundesparteitag erneuert wurde. Es entspreche nicht mehr der Realität. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man zutraut, dass in den Landesverbänden vor Ort, wo die Situation höchst unterschiedlich ist, man diesen Beschluss auch so auslegen und interpretieren kann politisch, dass man Handlungsfähigkeit hat und dass nicht ein Parteitagsbeschluss höher steht als das Wohl des Landes. Aktuell wird wieder verhandelt. Um sofortige Neuwahlen zu vermeiden, könnte die CDU auf die Linke zugehen. So würde Bodo Ramelow zumindest zeitweilig vielleicht doch noch Chef einer Minderheitsregierung werden.